MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Karrieremodus mit FC Bayern. Wir spielen heute gegen Roma, gegen AS Rom. Und ja, mal gucken, wie es uns heute hier gelingen sollte. Gerne dürft ihr auch ein Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr möchtet. Und wenn es euch gefällt, wir sind hier in der Allianz Arena. Und ja, AS Rom ist heute unser Gegner. Wir machen hohen Druck, gehen ein bisschen offensiv und schauen mal, was wir jetzt hier gegen die Burschen reißen können. Shaqiri legt dort ab. Schön weiter Ball. Und jetzt klappt's. Bam. Zweite Minute. Der Durchmarsch ist uns gelungen. Das ist manchmal echt so krass. Mal läuft da alles, mal läuft gar nichts. Heute soll alles laufen. Memphis Depay, wie auch immer er heißt, macht das Ding. Der Ball kommt an. Ich war erst verwirrt, warum der Ball nicht richtig ankam. Dazwischen die Station. Und so weiter. War auf jeden Fall sehr interessant. Hier abgewehrt. Dann die Nummer 5. Verwehrt. Und wir machen das Tor. Geht richtig gut los. Geht richtig gut los. So. Rauf und dran. Oh. Danke. Ah. Schlechter Pass. So. Schweini macht es, ne? Der macht das eigentlich schon ganz gut klar. Oh. Sehr schön. David Alaba. Auf Schweinsteiger. Shaqiri. Scheiße. Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. Oh. Thomas Müller. Eieiei. Sehr schön. Okay. Wieder die Pille. Ab nach vorne. Und ein Kopfball geht rein. Ey, es ist so selten, dass ich mit einem Eckball, mit der Ecke irgendwie ein Eckballtor oder sowas mache. Ecke, bam, Kopf, direkt rein. Und das war, glaube ich, auch, hatten wir in der letzten Folge auch irgendwie ein Kopfballtor oder so? Ja, ne? Aber es war nicht nach einer Ecke. Wenn ich mich da jetzt nicht komplett falsch erinnere. Aber Benatia, sehr, sehr schick. Hat er gut gemacht. Und jetzt steht schon 2:0. Ich weiß nicht, warum. Warum es jetzt hier so gut klappt. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Wir haben einen richtig starken Gegner eigentlich. AS Rom. René Adler im Tor. Jetzt bin ich gespannt, wie sie da gegen anarbeiten. Ich fand, Hannover hatte mehr Zucht zum Tor. Ein bisschen mehr Druck. Und die waren nicht so verzweifelt wie Rom. Interessant, also mal läuft so, mal läuft so. In der Champions League hätte ich eher gedacht, es läuft noch einen Ticken härter. Aber die Bundesliga ist manchmal echt schon ziemlich hart. Aber ihr wisst ja, kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Und da sind sie jetzt auch wieder durch. Achtung. Oh, einfach wunderbar, David Alaba. Thomas Müller versucht sich da durchzusetzen. Ihr habt nichts gesehen, da war kein Foul, da war alles gut. Er hat auch keinen Vorteil gepfiffen oder sowas. Eieieiei, da wäre fast das 2:1 gekommen. Okay, okay, okidoki. Aha. Ah, zack, zack, zack. Oh. 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 Na endlich, beim vierten Mal hat es dann endlich geklappt, dass wir den Ball dort wegkriegen. Okay, wir brauchen hier einen starken, großen Mann. Benatia, der haut sie alle weg. Oder einfach Manuel Neuer, der haut sie auch alle weg. Gut, jetzt hier unten bitte mitlaufen, bitte mitlaufen. Muss ich halt ein bisschen alleine laufen. Alter Schwede, Gervinho. Ist der schnell. Da kam Shaqiri einfach nicht weg. Ich wollte versuchen auszupacen, aber das habt ihr gesehen, wie gut das geklappt hat. Wie viel größer ist der denn echt? 8 Meter. Und Philipp Lahm sieht aus wie ein Kleinkind. Gervinho, ey, der ist so schnell.
Mann, ey. Klappt nicht. Na, endlich. Okay. Wieder den Ball. Gespielt. Sehr schön. Oh. Sound ist weg. Sound war einfach weg. Unerklärlich. Das hab ich manchmal. Irgendwie das ich spiele im Fenstermodus, ja. Und dann plötzlich sagt sich so FIFA, ja nee, ich bin nicht mehr aktiv. Ich bin kein aktives Fenster, leck mich. Und dann ist der Sound weg. Und meistens auch die Steuerung, weil FIFA das so gemacht hat, oder EA das so programmiert hat, dass nur wenn das Bild aktiv ist, dass man mit dem Controller, oder das Fenster aktiv ist, dass man dann mit dem Controller auch steuern kann. Genau dann, wenn das Bild oder das Fenster aktiv ist, dann kannst du auch steuern. Weil es könnte ja sein, dass du nebenbei auch noch irgendwie rausfliegst oder sonst was. Dann kannst du halt nicht mehr steuern. Muss halt so sein, ne? Ja. So. Okay. Zack, die Bohne. Ich habe heute ein kleines Video gepostet bei Facebook. Falls ihr da noch nicht uns folgt, gerne auch bei Facebook mal einfach vorbeischauen. Einfach facebook.com/zockerdudes. Dort könnt ihr ab und zu ein paar Schmankerl sehen, die ich nur auf Facebook poste oder die wir nur auf Facebook posten und nicht irgendwie irgendwo anders. Ui! Nach 41 Minuten schon 3:0. Eieiei. Ja, einfach auf Facebook immer gehen, uns dort folgen, liken, ihr wisst ja. Und ja, da habe ich ein Video gepostet, was so typisch ist für FIFA. Wenn ihr das sehen möchtet, schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich mache auch immer hier ein bisschen Werbung. Wir versuchen natürlich, möglichst viele Leute auf Facebook zu haben, weil, wenn ihr auf Facebook seid, ist die Chance größer, dass ihr auch aktuelle Umfragen und so weiter mitbekommt oder dass ihr alle Videos mitbekommt, falls ihr die sehen wollt und so weiter und so fort. Also gerne auf Facebook. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen. Die kriegen wir auch regelmäßig, auf die wir so gut es geht antworten. Ich kann natürlich nicht auf jede Frage immer antworten. Ich versuche zumindest so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Aber ja, ich probiere alles und ja, gerne. Oh, wo schießt der ihn hin? Gerne also uns auch auf Facebook folgen. So, die nächste Möglichkeit. Es steht hier 3:0 nach 45 Minuten. Das ist manchmal echt so krass. Mal spielst du nur ein ganz knappes 0:0 und dann. Depay? Ja. Ja, manchmal spielst du halt ganz knappes 0:0 oder ein überragendes 3:0. Manchmal ist es echt sehr krass. Okay, Achtung. Schön. Ach, warum laufe ich denn da weg? Oh, Schweini. Das war knapp. Okay, meine Freunde. Die erste Halbzeit ist vorbei. Da bin ich sehr froh. Oh, ich habe jetzt hier gerade auf meinem Handy von dem FIFA 15 Companion. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist halt so praktisch die Web-App fürs Handy. Oder einfach die FIFA 15 App oder die FIFA App. Und da stand jetzt hier Cyber Monday. Bla, bla, bla. Gebt uns eure Coins. Und ja, falls ihr Coins braucht, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu MMOGA. Da könnt ihr euch Coins besorgen. Den ganzen Tag über bleibt am Ball. Okay, Cyber Monday. Ja, ihr merkt, es ist gerade Montag bei mir. Ja, Ultimate Team. Mhm. Okay, wir machen mal direkt in die zweite Halbzeit hier weiter. Ja, 3 Schüsse, 3 Tore, ne? Das ist schon gar nicht so schlecht. Gut, dann gehen wir direkt rein. Anstoß, da wird auch gewechselt auf der Seite von Rom. Buh, wie kann man wechseln? Buh, ihr seid so schlecht. Ja, okay, schauen wir mal kurz in den Shop, ob es da schon was gibt. Entschuldigung, ich musste gerade husten. Ja, also im Moment gibt es nur die 7,5K-Packs und so weiter. Ob es da noch andere Packs gibt, weiß ich nicht. Und jetzt kommt da die Flanke. Sehr, sehr schön. Über die Außen auf Thomas Müller. Mit dem Schuss. Ich glaube, ich muss mal ein Getränk trinken zwischendurch. Weil, Husten und so weiter. Gucken, ob ich das hier hinkriege. Oh, nee. Oh, nee, nicht schon wieder.
Da stand doch schon wieder, dass er verletzt ist. Ich wechsle direkt Kirchhoff ein. Das ist mir zu riskant. Das ist mir echt zu riskant. Weil wenn das schon angezeigt wird, hier verletzt und so weiter, heißt es nicht unbedingt, dass er wirklich richtig verletzt ist. Aber ehe er dann nachher richtig verletzt ist und so weiter, wechsle ich ihn lieber rechtzeitig aus. Damit wir da nicht noch irgendwie Probleme kriegen, dass unser nächster Innenverteidiger kaputt geht. Da sind wir ein bisschen dünn besiedelt. Habe ich natürlich selbst zu verantworten. Also zumindest zum Teil. Dass ich halt Innenverteidiger und so weiter verkauft habe. So, Achtung. Ach, du Heiliger. Ja, der war etwas optimistisch. Und da hat er sich, glaube ich, auch verletzt beim Laufen. Ja, etwas. War es Jovinho? Jo. Sehr schön. Memphis Depay schlingelt sich da durch. Schade, Pomade. Ja, Thomas Müller wäre auch noch gekommen. Da wird jetzt wieder gepfiffen. Buh, wie könnt ihr hier nur wechseln? Destro, raus. Okay, ich habe jetzt leider vergessen, wer reinkommt. Ist auch nicht so wild. Sehen wir ja auch irgendwie gleich nochmal. Oder ihr habt auch eh gelesen. Ich habe sofort wieder vergessen. Das ist immer das Beste. Borriello kommt rein. Okay. Ich finde es immer sehr cool. Man liest gerade was und 3 Sekunden später hat man schon wieder vergessen. So ein bisschen Goldfischgehirn. Liegt aber daran, dass man sich an so viele Sachen versucht gleichzeitig zu erinnern und ja, oder auch noch. Oh shit. Vollkommen daneben. Er stand schon in der Mitte perfekt, hätte eigentlich das Tor nur noch abnehmen müssen. Also er hätte so von aus der Position das schon alles klar machen können. Aber ja, hat lieber nochmal abgelegt. Wir legen den Ball vor. Schade, ich dachte, der würde wieder angegriffen werden. Deswegen habe ich ihn lang gemacht. Sonst hätte ich jetzt wieder kurz gespielt. Obwohl ich bei FIFA ja eigentlich kein Freund von kurzen Abspielmöglichkeiten bin. Weil man so schnell da den Ball verliert. Wieder die Impact Engine. Oh, Manuel. Hey. Ihr Schweine. Wie kannst du sagen, total froh, um Schwein zu sein? Das sind Wölfe. muss ja nicht immer alles Sinn haben, ne? Aber solche Kommentare gibt's halt. Ich meine ja nicht das Team in echt, sondern hier das Team hier im Spiel. Das ist ja immer noch ein Unterschied. Das ist ja nicht... Es ist trotzdem mein Team. Ja, okay. Ah, kann ich ja verstehen. Sorry, wenn ich eure Teamehre verletze in den Let's Plays und sage, ey, das Team ist scheiße hier. Dann meine ich eigentlich immer nur das Team im Spiel, was nichts mit der Realität zu tun hat. So, und wie meine Spieler sich einfach mal wieder abledern, gegenseitig den Helikopter da machen. Ey, das ist echt ein bisschen Porno. So, haben wir es jetzt hier gleich? Hat hier irgendjemand gleich was? Ja, komm, Thomas Müller. Ja, komm, ja, komm, ja, komm. Oh, was macht er? Wieso will er ihn denn da unten schlagen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Er nimmt ihn an. Es war vielleicht schwierig. Vielleicht hat er da sich die Dings auskugeln müssen oder so. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ah, jetzt bringen wir Mario Götze wieder rein. Er hat sich ein bisschen erholt und wir wechseln Shaqiri. Ich glaube, wir können keinen mehr wechseln jetzt, wa? Ja. Dann machen wir das doch. Brauchen keinen... ja, okay, machen wir einfach so. Egal, was soll's. Was soll's? Eine Auswechslung hatten wir ja schon gemacht. Oh yeah. Scheiß mich an, ey! Oh. Ah. Ah. Meine Güte, echt zweimal. Ey, wie offen das alles da und Javinho, der ist so flix.
So flick, flack, flicks. Und zack, die Bohne daneben geschossen. Meine Güte, du. Also echt sehr krass. Die nächste Chance vertan. Und wir ja natürlich auch sogar zweimal gerade sozusagen. Hatte ich zumindest das Gefühl. Thomas! Oh, kacka. Ja, das ist halt der Nachteil von Thomas Müller. Der ist nicht der Flinkeste. Er muss eigentlich da vorne stehen. Er muss eigentlich direkt angespielt werden. Er hat gar keine Chance, wenn er sich da durchsetzen will mit seiner Geschwindigkeit. Da habe ich nur müdes Lächeln, wenn die Leute da die Impact Engine wieder so benutzen. Oh, schön. Und da ist das 4:0. Dass wir auch mal endlich wieder schön Tore schießen, freut mich einfach sowas von. Das finde ich sehr, sehr schön, endlich mal wieder ein paar Tore zu schießen. Das war in den letzten Spielen etwas mau. Das letzte Spiel war da auch recht hoch, 3:1. Aber jetzt hier endlich mal wieder ein kleiner Kracher. Gegen AS Rom, eine sehr starke Mannschaft. So, dranbleiben. Sehr schön, Arjen Robben. Über die Außen, er läuft und läuft. Der erste Verteidiger kann schon gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin sollte. Sehr schön, da. Oh, kamen wir da noch ran, das ist ja interessant. Mensch, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay. Wunderbärchen. Das Spiel ist auch jetzt vorbei. 4:0 gewinnen wir hier die Partie. Vielleicht kommt noch mal einer drauf. Ah, man sieht es ja, aber man kommt nicht ran. Schweini. Wie langsam er ist im Gegensatz zu Jovinho. Das ist sehr, sehr krass. Okay. Und vorbei ist das Spiel. Wir gewinnen hier ganz klar. Ganz klar 4:0. Wunderbar. 6:5 Schüsse. Wir haben von den 6:4 reingemacht. Wunderbärchen. Gut, dann heißt es hier ein bisschen bangen, dass unser Team jetzt auch hoffentlich frisches, aktuelles aus Italien. Pogba, ja, das wussten wir ja schon. Dragovic. Aber Pogba ist leider zu jung, glaube ich. Den können wir nicht anfragen, ob er nicht nach der Saison bei uns sein will. Ja, das sind schon die Sachen. Echt schade. Ich möchte danken, mich wieder mehr einzusetzen. Das bedeutet mir alles. Super, da freut er sich. Die Mannschaft ist nicht wirklich frisch. Da können wir ganz kurz mal was ändern. Wir bringen mal rein. Ihn hier. Neymar. Thomas Müller da. Jetzt machen wir ihn wieder hin. Er ist Rechtsfuß auch, ne? Ja. Eigentlich gut. Shaqiri, Depay. Möchte ich jetzt mal André Correa da haben. Müssen sich alle mal so ein bisschen ausruhen. So, Arjen Robben. Götze, du bist auch RM, ne? Glaube ich zumindest. Mein, dass er auch auf RM spielen kann. Ist nicht der Flotteste da, aber warum nicht? Lass mich mal da spielen. So, was sagt jetzt eigentlich? Er ist auch noch verletzt. Meine Güte. Dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Gut. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir gucken mal kurz auf den Teambericht. Wo ist es denn? Ja, verbessert sich auch noch. Sehr schön. Ich suche jetzt hier unseren Kumpel, der verletzt ist. Da ist er. In 5 Tagen wieder fit. Okay. Okay. Gut, dann sage ich danke fürs Einschalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.